Hi Leute. Willkommen zurück bei Detroit Become Human. Und ich glaube, das letzte Kapitel oder die letzten Kapitel werden jetzt ein bisschen anders sein, denn Marcus ist tot. Connor ist eine Maschine geblieben. Und Kara ist mit Alice gefangen genommen worden, anstatt von Jericho zu entkommen. Es ist also alles ein bisschen am Arsch gerade. Arschloch Run, juhu. Und ich gucke jetzt mal ins Ablaufdiagramm. Wahrscheinlich, Ah, okay. Hier sind wir also hingekommen, weil Hank den Dienst quittiert hat? Ich frag mich, ob wir das auch gehabt hätten, wenn wir keine Maschine geworden wären. Also, geblieben wären. Also, wenn wir jetzt Abweichler geworden wären. Wäre Connor dann trotzdem hergekommen? Software-Instabilität-Maschine. Oh. Das ist... Oh Gott! Entschuldigung, ich... Ja. Ich ertrag's einfach nicht, das... Oh. Ich hasse es, dass Hank mich hasst. Ich hasse es, dass Connor eine Maschine ist. Ich hasse es, dass ich Marcus töten muss. Das ist alles so deprimierend, okay? Es wird einfach... Oh, nur noch deprimierter, glaube ich. Okay, wir besuchen unseren guten Freund Hank, der uns hasst. I was worried about you, Lieutenant. I came by to see if you're all right. I know I'm responsible for what happened, Lieutenant. I want you to know I'm sorry. You should stop looking at that photo, Lieutenant. Nothing can change the past. But you can learn to live again. For yourself. And for Cole. For a while there, I believed in you, Connor. Thought you might restore my faith in the world. But you just showed me that androids are our creation. Creation in our own image. Selfish, ruthless, and brutal. You opened my eyes, Connor. Made me realize it's hopeless. Hank, I... Now leave me alone. Go on, complete your mission, since that's all you care about. Get out of here! Es ist so bitter, dieses Spiel. Und Marcus ist auch tot. Marcus gave his life for our people. He showed us that we can choose our own destiny. But he is not here to guide us anymore. Now it is up to us to finish what he started. Humans have decided to exterminate us. Our people are in camps right now, being destroyed. The time has come for us to make a choice.
One that may decide the future of our people. They wanted a war, they'll get it. We are going to fight for our freedom. And we will win, or we will die trying. Hank wettert gegen Androiden. Okay, hätte er auch für Androiden sein können? Keine Ahnung. Alter, ist das bitter. 2%! Ja, die meisten haben es wahrscheinlich nicht so weit gebracht, dass Hank den Dienst quittiert hat. Ich denke mal, das war halt auch, weil wir einfach ein Arsch zu ihm waren. Deswegen hat er uns ja auch erschossen. Connor, Mark 1. Denn er hat uns ja nicht mehr geholfen auf dem Revier. Es ist sehr bitter. Wie das Spiel sich so entwickelt, wenn man ein bisschen arschig ist, ne? Tja, und Marcus. Ja. In der Mitte ist auch noch was. North auf dem heiligen Boden. 3%. Oh Gott, das ist einfach so. Oh, ich will nicht mehr. At 6 a.m. this morning, a national curfew was declared. Civilian movement will be strictly controlled. The right to assembly is suspended. All electronic communications are restricted, and I have granted enhanced powers to our security agencies. In addition to these measures, all androids must be handed over to the authorities immediately. Temporary camps are being set up in all our major cities to contain and destroy them. I am now asking all civilians to cooperate with the authorities and rest assured that everything in our power is being done to guarantee the security of our nation. Please! 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 Ja, ist ja gut. Many believe that androids are a new form of intelligent life. Do you have any comment? That's ridiculous. Next question, please. Das ging Madam schnell. President! Please! Some say these camps awaken painful memories from human history. How do you respond to that? That's absurd. There's absolutely no connection. Androids are not living beings. All we are doing is destroying defective machines. Madam President! Echt, also jetzt sind sie richtig arschig geworden. Please! Madam President! Public opinion seems to be particularly hostile to the Deviants because of their violent behavior. Can you give us your perspective on that? The Deviants have proved to be very violent so far. They have demonstrated that they are a menace to society, and I have every intention of eliminating them. Madam President! Is it true that a large number of Deviants are still on the loose? We don't have the full reports at this time, but if so, I can assure you they will soon be apprehended and destroyed. Please! Has the leader of the Deviants been apprehended? The Deviant leader has not been located yet, but we will soon track it down and neutralize it. Er ist schon tot. Thank you. That will be all. Connor hat die Aufgabe übernommen. Ach stimmt, wir wissen jetzt ja auch gar nicht, wo wir sind mit Kara und Alice. Oh. Wahrscheinlich auf dem Weg zu so einem Camp, ne? Where are they taking us? We both have to be strong, Alice. Oh oh. Come on, get out! Get a move on! Out! Boah, ich will. Oh Gott.
immer klarer, was für ein Glück ich einfach hatte in meinem ersten Durchlauf. Hands on your heads! Line up with the others, right now! Don't do as they say, they'll hurt us. Do you understand? You first! You really need to do this. Just do it for me. Please. Kann ich nicht irgendwie... Oh. Come on, it's your turn. Kann ich nicht irgendwie... was machen? Deactivate your skin. Hurry up! Why? Oh. Please, Kara, don't... We have to. Strip off. Put your clothes in the dumpster. Oh, das ist so fies. Nur damit wir halt nicht mehr wie Menschen aussehen und kein, also, ne, keine Ähnlichkeit mehr haben. Ich meine, hey, wir sehen die zweimal in Androidenform, aber das kotzt mich gerade an, wie es gelaufen ist. Come on, this way. Get a move on. Irgendwie sehen wir doch sehr Barbie-like aus. Wie war das mit Androiden besserer Sex? Hm? I don't know. Come on, get moving. Können wir nicht irgendwie noch was machen? You, take this one to the dump. No, no, please, I beg you. I gave you an order. Obey, now. I beg you, please don't kill me. You there, get rid of these two and make it snappy. Right away, sir. Forward! Wir haben uns belogen. Come on, get moving. Man kann mit Anduin Sex haben. Lügner. You, over there. Lügenpresse. No, wait, we're together. Oh, gosh. Over there, I said. Kara! Today, November
November 11th, 2038 is the day the android people rose up against their oppressors. We have been fighting to liberate our fellow androids from the camp since dawn. We won't cease hostilities until our people are free and negotiations begin to grant us equal rights. There are millions of us, and we will stop at nothing. Abweicher Anführer. Oh, oh gosh. Ich ertrag das Spiel nicht mehr. Connors letzte Mission. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ich weiß es nicht mehr. Ich will gar nichts mehr hier machen. Wenn wir Northeast auch eliminieren, dann fallen wahrscheinlich die Androiden. Das heißt, wahrscheinlich, dass Kara und Alice verloren sind und auseinandergenommen werden. Zerstört werden. Ich Ernst, Connor? Down and turn around with your hands in the air. Warum? I'm the android sent by Cyberlife. I'm on your side. I can shoot the leader of the deviants and stop the revolution, but you have to let me. Put the gun down, turn around. Warum? This is your last warning. Ich dachte, das wollt ihr doch, oder nicht? I know you. You're Connor, the android from that hostage situation. I knew we'd meet again. My orders are to detain any androids I find. You're coming with me. You don't understand. My mission is too important to let you interfere. What am I doing? You should have listened to me, Captain. Alice! I want to get out of here. Please let me out. I want to get out. I haven't been... What's behind these doors? Anything wrong? Let me out! Alice?
too. I want to get out of here. The kids I want to get out of here. They separated us. But it's all going to work out, isn't it? Do you know where Alice is? Alice? The little one? We know, yes. We think we saw her. Kara, so bitter. If we can help in any way, just ask. We have to save the little one. What's behind these doors? What's behind these doors? Do not move and remain silent. Obey now. What's behind them? Soll ich aber nichts machen? Warum wurden wir angeschossen? Was? Was? I'm looking for a little girl. Her name is Alice. What's behind these doors? Alice? Jerry? Jerry? Kara. Jerry, I have to find Alice. Do you know where she is? You stay here. We come back soon. Kara! Alice! Are you okay? Are you hurt? I don't like this place. We have to get out of here. Come on, move along. Come on, you no. too. Wait a minute. Leave her alone! Leave her alone! Kara! What's behind these doors? Das ist so fies. Kara! Tatsächlich ist er, ne? I thought I'd never see you again. Alice. Where's Alice? You, and you, over this way. And you, come on, get a move on. Come on, faster. Aber wir sind doch schon angeschossen. Step forward when you hear the signal. You got it? I don't want to tell you a second time. Come on, let's go. Move. What's behind these doors? They just want to check us. They won't do us any harm. Marcus will come and free us. Marcus is tort. They're going to kill us. Hell knows behind those doors. But none of us will come out alive. You've got to go see Alice. You've got to reassure her. Aber wir werden alle sterben. Wie soll ich denn freuen? Alice! Kara! No, Alice, don't move! But I'm scared. You have to stay in line. Don't move, you hear me? Don't leave me all alone, Kara. Can help you, Kara. I can attract the guard's attention. Oh, God.
in line. And jetzt? Except for what? Back in line, I said. Clara! I was so scared. Are you alright? Come on, move it! Luther. I won't let them kill you, Carol. I won't let them destroy the only people I love. No, Luther. You can't sacrifice yourself. We'll find another way. If there's no other way, I'll do it. What is that? I can help you, Kara. I can attract the guard's attention. Wer ist denn das? Wer ist das da hinten? Wer? Ich sehe es nicht. Vernarrt man du ihn? Ach, die. Ich glaube, das sind die von dem Haus, oder? Das wird niemals gut gehen, Leute. What's the matter, Will? No idea. Cut that shit out, you hear me? I said cut it out! Durch! Things are crazy. Kara, come on! What are you doing? Oh, scheiße. You're going to have to get onto one of those trucks. I won't be able to come with you. What? What do you mean? You can't leave me! It's too late. You have to go now. Do you understand? Können wir aber nicht irgendwas machen, dass sie gerettet wird? I love you, Kara. I love you too. Over there! Warte, gib nicht auf, ne? You can take my life. It doesn't matter anymore. My mission is to neutralize the leader of the Deviants. And I always accomplish my mission. We fought for our dream and we lost. You can't hold my people down forever. One day we'll rise up again and we will win. Go on. Shoot. What are you waiting for?
And now, straight over to Detroit for a report on the conflict. Joss? Yes, Michael, authorities have just confirmed. Fighting has now ceased in Detroit, and the area around the Hart Plaza camp is now under control. We can see soldiers going through the city at this very moment, and they are exterminating the last fleeing deviants. Law and order has finally been restored to the streets of Detroit. There is a general feeling of shock in Detroit after the terrible events of the last few hours. And initial estimates report several hundred troops have been killed. According to our sources, the deviant leader known as North was shot during the fighting. The death of the deviant leader marks the end of the android rebellion. The destruction of the androids in the camps can now continue as planned. Nevertheless, it will take some time for Detroit to recover from these events. By creating machines more intelligent than ourselves, we took immense risks with the very future of our civilization. However, the situation is now under control. The total destruction of all androids will soon be complete, and the last remaining deviants will be hunted down and destroyed. God bless you, and God bless the United States of America. Ist das bitter. Wie schrecklich. Ja, ich mochte meinen ersten Durchgang. Kann ich gerade nicht überspringen, nur damit ihr Bescheid wisst. Deswegen gucken wir uns das nochmal an gerade. Obwohl wir es ja schon kennen vom ersten. Playthrough.
Connor, I'm so glad to see you. The deviant issue has finally been resolved. Now, with these unfortunate events behind us, Cyberlife can return to business as usual. Of course, we will have to rebuild our customers' trust, but it's only a matter of time. I have a surprise for you. This is the new RK-900. What? Faster. Stronger. More resilient. And equipped with the latest technologies. The State Department just ordered 200,000 units. What is going to happen to me? You've become obsolete. You'll be deactivated. Fucking bitch. Ist das dein Scheißernst? Boah, ich... Alter! Boah, ich... Ne, ey, ich bin gerade so abgefuckt, ehrlich. Ist das euer Ernst? Gut, hier konnten wir sowieso nichts groß machen. Ich schüttel gerade einfach den Kopf. Marcus ist ja tot. Hart Plaza da. Ey, wie mich das einfach mit Connor ärgert, ne? Verpasste Gelegenheit, ja, toll. Ich frag mich, ob wir sie auch hätten töten können. Boah, wie das einfach fies ist. Das ist das, ne? Rückrufzentrum. Oh Gott, doch da. Viel zu viel. Ich weiß gar nicht, wie sie angeschossen wurde, Kara. Aber ja, eigentlich sind es alle tot, ne? Sind alle tot. Ich glaube, Arschloch-Run geglückt. Also gut, Alice und Luther leben. Irgendwie noch, aber sonst sind alle tot. Und selbst Connor wurde abgeschaltet, denn Amanda, so? Ich bin Arschloch. Ich brauche dich jetzt nicht mehr. Ich habe jetzt eine bessere Version, die viel hässlicher aussieht, aber egal. Deswegen wirst du jetzt auch umgebracht. Du hast deine Mission erfüllt. Das ist alles, was zählt. Es ist einfach so abgefuckt. Ich sag ja, das einzig richtige oder der einzig richtige Weg für Connor wäre gewesen, Abweichler zu werden. Gut, und also es ist ja schön, dass mit Kara zum Beispiel, dass man noch eine Möglichkeit hat, dann zu fliehen, wenn man nicht so blöd ist und angeschossen wird. Also selbst wenn ihr Jericho verkackt habt und nicht bis nach Kanada
Kanada kommt. Es gibt noch eine Möglichkeit zu fliehen. Das ist ja schön. Auch mit North. Dass die halt dann die Anführerin wird und so. Aber gut, da kann man dann halt nichts mehr bestimmen oder so. Das ist ja alles automatisch abgelaufen. Aber ich dachte halt so, naja, gut, vielleicht überlebt Connor halt wenigstens, ne? Zwar als arschige Maschine, aber hey. Nö. Gott, ich hasse Amanda. Kann man Amanda umbringen? Nee, ne? Wahrscheinlich halt nur, weil man abweichter ist und dieses Programm da macht. Diesen Notexit. Boah, bin ich einfach angepisst. You fucker, fucker, fucker. Galerie. Ach so, jetzt haben wir auch das. Okay, komm. Gimme doch. RK-900. Ja gut. Effektivstes Cyberlife-Modell aller Zeiten. Was dann ja keinen Connor verbessert. Connor ist ja eigentlich ein Prototyp. Also Connor gibt es hier nur einmal, aber RK... Creepy. Blaue Augen sehen creepy bei ihm aus. RK-900 20.000 Mal gleich bestellt. Boah, ich bin... Ach, guck mal, jetzt haben... Ach, das ist so tragisch, dass wir die halt so... Creepy. Was mich halt wirklich am meisten ärgert, ist... Ja, es sind halt alle tot, ne? Klar, es ist nicht der Main Run, es ist... Es war der Asshole-Run. Ich sollte mich also eigentlich nicht beklagen. Es ist eigentlich alles so gelaufen, wie ich es wollte, ne? Alle tot. Gut, Alice und Lucer leben noch. Aber sonst sind, glaube ich, alle tot. Oh, das ist dann einfach bitter. Und noch bitterer, sagt man das so, bitterer, ist ja wirklich, dass wir so viel noch trotzdem haben. Also hier haben wir zum Beispiel 75%, das sind halt auch am Ende die Endkapitel. Ihr habt ja gesehen, wie viele Wege es gibt. Wahrscheinlich gibt es dann halt auch noch einen Part, wo Marcus lebt. Connor vielleicht dann tot von ihm erschossen oder vielleicht beide überleben und dann kann Connor Marcus erschießen oder was weiß ich nicht. Auf jeden Fall, es gibt ja ganz viele Wege. Das meiste aber halt wirklich am Ende, ne? Also die meisten ersten Kapitel hatten wir ja auf 100%. Gut, das erste Kapitel mit Connor jetzt nicht. Da fehlen, glaube ich, ein, zwei Enden noch. Aber sonst, das war, glaube ich, 100, das war 100, das war 100. Also das meiste waren halt schon 100%, ne? Wie gesagt, ich finde das Spiel echt cool. Aber es ist halt schade, dass dann die wirklichen Entscheidungen mal wieder nur zum Ende passieren. Also... Ja, gut, vielleicht hätten wir die Charaktere auch schon ein, zwei Mal eher... umbringen können, ich weiß es nicht. Aber dann fehlen uns dann halt sehr viele Kapitel, ne? Deswegen glaube ich nicht, dass man das zu früh machen kann. Deswegen. Und das ärgert mich halt einfach, weil... Das Replay war cool, sagen wir es mal so, ne? Für den zweiten Durchlauf hat man auf jeden Fall noch genug Auswahlmöglichkeiten. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel noch einen dritten Run mache, habe ich dann halt wirklich die meisten Kapitel zu 100%. Aber bei anderen Kapiteln habe ich halt noch 2, 3, 4, was weiß ich, wie viele Wege. Und, ja, versteht ihr, was ich meine? Klar, man kann Kapitel laden und das dann so machen, so zwischenzeitlich, ne? Aber ich finde, das hätten sie ein bisschen anders machen sollen. Das ist halt wirklich auch eher kritischere Entscheidungen gibt, dass sich das dann anders verhält, das Spiel. Ne, weil, I don't know. Das Replay war nice, ich mag das Spiel ja auch, aber es hat sich nicht groß gelohnt, finde ich. Weil das, also sicher 50%, wenn nicht mehr, war gleich. Sagen wir es mal so, gell? Deswegen werde ich auch kein 100% Let's Play machen. Weil, klar, ich könnte jetzt noch einen dritten Run machen, das ist es ja nicht, wer weiß wie viel. Und, ne, weil ich ja auch viel nicht mehr durchgelesen habe und mich beim zweiten Mal halt da noch nicht mehr so viel umgeguckt habe, weil wir haben ja schon alles gesehen, war es jetzt halt ein bisschen schneller. Aber nochmal einen dritten Run auf YouTube würde ich wahrscheinlich nicht machen, weil Immo lohnt sich das einfach nicht, weil ich wäre überrascht, wenn der zweite Run überhaupt noch geguckt wird. Also jetzt, wo ich gerade aufnehme, ist der erste Run, weiß ich nicht, ein, zwei Parts oder so sind noch über, vielleicht drei, ich weiß es nicht so genau. Mal sehen, ob der zweite Run dann auch überhaupt noch geguckt wird, who knows.
Aber für den dritten Run würde es sich einfach nicht lohnen, finde ich. Es ist ein cooles Spiel, ich werde es auch definitiv auf 100% machen. Aber wie gesagt, ich finde, für YouTube waren zwei Runs eigentlich, denke ich mal, ganz gut. Wir haben recht viel mitgenommen, halt auch verschiedene Enden. Einmal haben fast alle überlebt, bis auf Lucifer halt. Und einmal, ja, gut, sind halt jetzt alle irgendwie tot oder deaktiviert. Und wie gesagt, es gibt sicher noch mehr Sachen, also Todesszenen oder whatever, da gibt es sicher haufenweise. Aber ich glaube einfach nicht, dass es sich lohnen würde, es nochmal dafür nur durchzuspielen. Nur um dann halt darauf hinzuarbeiten, wirklich alle umzubringen. Na, also, wie gesagt, man könnte halt dann laden, natürlich, und, weiß ich nicht, zum Beispiel hier reingehen und sagen, gut, jetzt laden wir das nochmal neu. Und, ja, gucken halt hier hinaus, dass man sicher umgebracht wird. Oder zumindest Alice getötet wird, oder I don't know, was das hier alles ist, ne? Kann man ja machen. Aber ich weiß nicht, ich glaube einfach nicht, dass das euch noch interessieren würde, oder? Ich glaube einfach, das wäre dann zu viel, wenn man wirklich jede Entscheidung und jeden Tod zeigen würde. Ich denke, da ist das Interesse einfach dann nicht mehr da, was ich verstehen kann. Für mich selber, klar, mich interessiert das, ich werde das auch gucken. Auch wenn es mir wahrscheinlich mein Herz zerreißen wird, jeden einzelnen Charakter tot zu sehen. Aber sonst, ja, weiß ich nicht. Denke ich mal, gibt es davon wahrscheinlich mittlerweile schon genug auf YouTube. Ihr könnt es mir gerne in die Kommentare schreiben. Zur Not, ja, zeige ich es durch die Kapitelauswahl dann nochmal. Ich weiß es nicht. But ja, ansonsten, das Spiel habe ich, glaube ich, schon nach dem ersten Run ganz gut zusammengefasst. Das ist eigentlich jetzt mein neuestes Lieblingsspiel von Quantic Dreams. Auf jeden Fall ein großer Anwärter auf Game of the Year, weil ich die Schauspieler alle toll finde, die Charaktere, die Musik, die Story war cool. Die Grafik sowieso Hammer. Ich habe eigentlich nichts zu meckern, außer halt wirklich, dass ich finde, dass die Entscheidungen mal wieder, oder, ja, nicht die Entscheidungen. Die Entscheidungen haben natürlich schon Auswirkungen, aber die Wege richtig auseinandergehen, dann halt echt erst so in den letzten ein, zwei Kapiteln. Davor sind die Entscheidungen halt wirklich wieder recht klein, sag ich mal. Also es hat kleinere Auswirkungen auf die Geschichte, ne? Aber nichtsdestotrotz auf jeden Fall ein sehr, sehr tolles Spiel. Vielleicht ein bisschen kurz. Ich glaube, wir haben um die 10 Stunden gebraucht für einen Run jeweils. Aber ja gut, Quantic Dream Spiele waren nie besonders lang, ne? Es ist ja auch hammer viel Aufwand, ist ja klar. Also da arbeitet man ja jahrelang mit den Schauspielern Tag ein, Tag aus mit den Motion Captures und so. Deswegen verstehe ich das dann schon, dass sie da kein 100-Stunden-Let's Play, 100-Stunden-Spiel machen können, wie jetzt Persona oder so, ist ja klar. Aber vielleicht so, weiß ich nicht, 15, 20 wäre schon cool, aber dann wiederum, es hat natürlich auch einen großen Wiederspielwert und dann haben vielleicht viele keinen Bock mehr, das nochmal zwei, dreimal durchzuspielen, wenn es so lang ist, ne? Naja, I don't know. Also wie gesagt, ich fand es echt cool, auch wenn ich jetzt nach dem Run schon kaputt bin und noch kaputter sein werde, wenn ich alles durch habe, alle tot sind, yippie. Ja, von daher, ich danke euch für alle, die bis jetzt dran geblieben sind. Und schreibt mir gerne eure Meinung zum Spiel, zum ja, Projekt, wie es weitergehen soll, etc. gern in die Kommentare, weil Rückmeldung ist so etwas, was ich persönlich leider nicht so oft bekomme. Was tragisch ist, weil man steht dann immer da und weiß gar nicht so genau, ja, wie kam es denn jetzt an? Soll ich jetzt noch weitermachen, soll ich nicht weitermachen? Ha, versteht das, ist immer ein bisschen schade. But ja, ich sag nichtsdestotrotz erstmal danke fürs Zusehen bis hierhin und mal sehen, was dann noch kommt. Vielleicht kommt irgendwann auch nochmal ein DLC oder so. I don't know. Wobei das wahrscheinlich sehr schwer sein würde mit den zigtausend Enden. Wahrscheinlich würde man dann das Best-Ende oder so nehmen. Who knows? Also Leute, ich will gar nicht Tschüss sagen, aber ich muss Tschüss sagen. Also danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Let's Play oder nächsten Part Detroit oder DLC oder whatever uns hier noch erwartet, ne? Ciao, ciao!